Montag, 25. September 2023, etwa 9:30 Uhr. Guten Morgen, liebe Leute. Ich habe Probleme mit meiner Fernverwandtschaft und Verwandtschaft im Landkreis Emsland als ganzes Bild. Die am weitesten entfernte verwandte Frau ist 216 Grad entfernt und 92 Jahre alt, de facto für mich als Beziehungspartnerin nicht interessant. Würde der Landkreis Emsland als ganzes mal bitte sich von mir fernhalten lernen und endlich mal eigenständig denken lernen und zusätzlich noch verstehen, was Sitte ist, weil man sagt nicht ohne Gründe 200 gerade oder man zimmert sich besser den eigenen Sarge. Wenn ihr das nicht versteht, dann tut ihr mir leid, weil ihr inzestgestört seid. Und das ist ein Sittengebet, welches ich gleich natürlich auch öffentlich mache, aufgrund einer gewissen Tatsache. Ihr versteht es sonst nicht. Gerade erst wurde eine 189 Grad entfernte Person neugierig, wollte was wissen und 190 Grad entfernt hatte sich gemeldet, wollte noch mehr wissen, war zu neugierig auf Liebesbeziehungen in meinem Rahmen, aber nicht interessant, weil zu verwandt und das zu dicht. Jetzt verstanden, was Sitte ist? Gruß Gerhard Sebastian Guder als solches. Wenn ihr das nicht versteht, dann tut ihr mir leid. Andererseits muss man euch allerdings auch ankreiden, ihr seid so dreist und frech, dass ihr tatsächlich nichts anderes wert seid als die Scheiße, für mich zumindest. Denn ich weiß, was ich bringe, ist gleich klar, einfach nur erreichbarer Sittenkram. Wenn das hier nicht einfach mal euer Gebet ist, dann habt ihr dabei dann natürlich auch bestätigt, dass ihr irgendwie nicht einmal kläglich am Scheitern seid gerade, sondern einfach nur euren Verstand nicht erweitert habt, um das, was Sitte und gesellschaftliche Möglichkeiten sind eben. Und ja, wenn ihr euch nicht aus dem Landkreis Emsland verzieht, tut ihr mir leid, weil dann erzeugt ihr nur noch mehr Sittenmusik. Gruß Gerhard Sebastian Guder. Nun zufrieden.